vorher beim Superstar, beim Pietro Lombardi. Wir bei Immer wieder Sonntag sind auch immer sehr bemüht, dass wir schauen, wo bleibt der Nachwuchs, wo können wir den Nachwuchs fördern. Darum sind wir jetzt an unserem roten Mikrofon. Herzlich willkommen, jetzt kommt Patricia Böhm. Patricia, guten Morgen. Hallo Stefan. Hallo Patricia. Patricia, wie jung bist du denn? 9,5 Jahre alt. 9,5, dann bist du ja schon fast 10. Ja. Ja, ist das schön, das Alter? Ja. Ja, schon, ne? Liebe Patricia, du hast zu Hause den, muss ich jetzt nachschauen, Ratz und Rübe. Ist das ein neues Gesangsduo? Nein, das sind unsere beiden Katzen. Ach so, das sind die beiden Katzen. Gut, dann haben wir es das schon mal. Deine Mama ist heute da, dein Papa schaut von Hause zu. Dann kommst du aus Stuttgart, bist du richtig schwäbisch Mädel, hä? Ja. Was isst du da gerne? Auch Maultaschen und so? Ja. Isst du auch gerne? Mhm. Ja, was passt da am besten zum schwäbischen Mädel aus Stuttgart? Was wirst du uns heute singen? Auf der Schwäbischen Eisenbahn. Ja. Gut, dann gehen wir mal alle zurück an unseren Bahnsteig. Denn jetzt kommt der Sonderzug Patricia Böhm mit der Schwäbischen Eisenbahn. Begleitet wirst du von Georg Eichhorn. Drück dir ganz fest die Daumen. Genieße es. Patricia Böhm. Auf der Schwäbischen Applaus, Patricia. 9,5 Jahre. Sag mal, liebe Patricia, hast du diese Sendung Immer wieder sonntags, hast du die schon mal gesehen? Nein, die habe ich. Ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass es die gibt. Puh. Ja, jetzt weißt du es ja, ne? Ja. Oh, und weißt du, was an dieser Stelle eigentlich kommt? Gestern haben wir es zwar schon mal geprobt, aber da habe ich es noch nicht gesagt. Was könnte denn jetzt kommen an dieser Stelle? Weiß ich nicht. Ein Geschenk. Da kommst du auch bestimmt dann das zweite Mal wieder. So Immer wieder sonntags. Die Sendung wirst du nie wieder vergessen. Von unserer Victoria. Vielen herzlichen Dank. Kann das sein, dass du gerne reitest? Ja? Ich habe hier für dich einen niegelnagelneuen Reithelm gekauft. Ist das schön? Freust du dich da? Vielen herzlichen Dank für deinen Auftritt, Patricia Böhm. Nochmal deinen Applaus. Patricia, bleib noch bei mir. Jetzt freue ich mich auf einen Sänger, der hat auch schon früh angefangen zu singen, und zwar im Gymnasium. Und im Gymnasium war er Sopran. Bekannt geworden ist er genau mit dem Gegenteil, nämlich mit dem tiefen Bass. Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein. Herzlich willkommen, Günther Wewe!